Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir befinden uns hier gerade in der Mine mit irgendwelchen Sklaven, die wir nicht umhauen dürfen, beziehungsweise dürfen wir sie umhauen, aber nicht töten. Und wir müssen uns höchstwahrscheinlich da nach oben schlagen, wo der Kollege gerade hingeht. Ich hau den am besten mal um, weil der Licht hat. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich kann den gar nicht umhauen. Okay. Scheiße. Ich glaube, das ist gerade unschön. Es war nur ein Geist. Das war ich nicht. So, wir klettern hier am besten hoch und dann schalten wir sie einen nach dem anderen aus. Er ist nämlich jetzt schön in Panik versetzt worden. Kein Licht auf mich, bitte. Kein Licht auf mich. Und ich höre einen Köter. Nice. Danke. Okay, jetzt aber. Ich weiß, dass er auf meiner Seite ist. Oh, ich höre diesen Hund. Oh, perfektes Timing. Ich muss diesen Hund erwischen. Wenn der mich verrät. Wo ist der denn? Vor allem in dieser Höhle kannst du auch nicht wirklich erfahren, wo der genau ist. Oh oh. Okay, ich wurde noch nicht gesehen, aber er kommt jetzt her. Oh. Wo ist denn dieser Hund? Ich hab's riskiert. Ich hoffe, dass da sonst keiner ist. Licht aus. Ich laufe hier einfach nur durch die Gegend und schalte Licht aus. Ich bin der Lichtausschalt. Tja. Lichtausschalt-Simulator 2019. Der Hund ist da unten irgendwo im Bild, ne? Vielleicht ist er da drin. Ich höre die Stimmen von überall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die sind alle. Muss mal prüfen, ob da mehr sind als der eine. Wenn nur der eine da ist, dann kann ich ihn eigentlich rein theoretisch ausschalten, ne? Nur für den Fall der Fälle, dass ich es brauche. Oder ist das mein Freund? Nein, war es nicht. Kann ich dieses Licht ausschalten? Okay, gehen wir einfach höher. Deswegen mag ich halt Menschen, weil die doof sind. Nicht so wie die Tiere, die sind irgendwie intelligent. Keine Ahnung. Ganz seltsam. Menschen stehen halt nur rum und sind doof. Ich kann mich nicht mehr ducken. Achso, doch. Ich sehe eine Wache und ganz, ganz viele Sklaven. Ja, eine Wache hatte ich da hinten irgendwo gesehen, ne? Scheiße, Mann. Die sind zu zweit da.
Ich würde sie beide gerne ausschalten, aber es geht nicht. Huch. Was geht denn mit dem plötzlich ab? Okay, da ist auch noch einer. Ja, perfektes Timing. Ich danke dir, dass du da weggegangen bist. Die nehme ich an mich. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach ausschalten kann. Nein, da oben ist noch einer. Und da hatte ich auch einen gesehen. Shit. Was geht denn bei euch am Turm ab? Die Jungs wollen anschalten irgendwo hin, tanken ihre Wagen voll. Ha, das ist interessant. Was schätzt du, wohin? Verdammt, wenn ich das wüsste. Ich steck meine Nase nicht in deren Angelegenheiten, das weißt du. Beim letzten Raubzug hat es mir gereicht, aber es sind viele. So viel ist sicher. Ich verstehe. Naja, ich mache jetzt mal ein Nickerchen. Lass mich in der Zwischenzeit nicht austrocknen. Sehr lustig. Komm lieber zu Besuch hierher. Schlaf schön. Er macht ein Nickerchen, selbst wenn jemand herkommt. Er macht ein Nickerchen. Keiner kann da was dagegen sagen. So. Das war der Typ, der ist hierher gelaufen wahrscheinlich, ne? Noch einer weniger. Er ist eingeschlafen. Sehr schön. Brave Sklaven. Bisher läuft das ja schon mal ganz gut mit dem Schleichen. Zumindest einen hören wir noch. Der dürfte dann da oben sein. Ich weiß nicht, wie viele hier noch rumlungern. Ich glaube, da hinten am Bus war auf jeden Fall noch einer. Machen wir jetzt mal das Licht aus. Das hat ihn anscheinend überrascht. Guckt euch diesen erschrockenen Anblick an. Ich wurde erwischt! Hä? Ist so Wasser. Ja, keine Sorge, ich werde nicht auf dich schießen. Ich werde dich hinterrücks erdolchen. Oder beziehungsweise K.O. schlagen. Ich schlage ja immer nur K.O., wenn es möglich ist. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil es nicht nötig ist. So wie bei den anderen, die ich umgebracht habe. Da war es auch nicht nötig. Also ich mache gerne Dinge, die nicht nötig sind. Nicht anmachen, ausmachen. Scheiße. Kann ich nicht ausmachen. Ich glaube, da ist keiner mehr. So, der Kollege muss da oben sein. Ich würde sagen, wir gehen da hinten nochmal hinter den Truck. Schauen uns da um und außerdem plündern wir noch die Leiche, die wir hier gelassen haben. Das ist meins, ich danke. Noch ein Köder hier, ne? Was gibt es Schöneres, als alleine gelassen zu werden? Wir haben jetzt ihren Spaß und ich habe meine. Ja, nimm die Knochen und lass mich in Ruhe. Wieso liegt hier eine Waffe?
Das war der, den ich erschossen habe von da unten, oder? Ah, okay, alles klar. Gut gemacht, Zero. Hast du fein gemacht. So, und der Köterle muss da hinten irgendwo sein. Oh, wie siehst du denn aus? Ziemlich tot. Hallo, Jungs. Shenkimsin, wer du? Was wir machen bei Tanis? Sinistim Sakis. So, Leute, raus mit euch. Aber macht keinen Scheiß. Wir dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Sieht wie das Faschistenlager in Moskau aus, oder? Haben die Jungs irgendwas von denen erzählt? Nee. Saul und Brille sind ihnen mit dem Wagen nach, sind aber nicht zurückgekommen. Naja, da war auch dieser Sturm. Diese Neuankömmlinge könnten also echte Profis sein? Könnten die Jungs niedergemacht haben? Puh, als ob sie ein Sondereinsatzkommando wären. Dabei sind sie nur gewöhnliche Emporkömmlinge, die auf schnelles Geld aus sind. Tja, wenn sie unsere Jungs wirklich umgelegt haben, sind sie so gut wie tot. Hier haben wir das einzige Wasser. Und ohne das sind sie nach ein paar Tagen so schlapp. Jetzt führt er auch noch Selbstgespräche. Oh, hier liegt noch eine Waffe. Nice. Ich brauche alles, was ich kriegen kann. Du bist ganz alleine, mein Freund. Nee, eine Pfeife ist hier noch irgendwo. Welcher Plan steckt wohl dahinter? Uns alle töten lassen und den Lohn einsparen? Sieht ganz so aus. Hat er sich da jetzt hingehockt? Hat sich da jetzt hingehockt? Perfekt. Gute Nacht. Ich glaube, irgendwer hat was gehört. Scheiße. Und wo könnte er jetzt kommen? Kann eigentlich nur von da kommen, ne? Und der ist genau über mir. Perfekt. Steck mich einfach hier. Ich bin dein Kumpel. Ich liege auf einem Kissen. Ich nutze gerne Leichen als Kissen. Aber ist mir auch schnurz. Da rennt noch einer. Habe ich da was übersehen? Ne, okay, war nur der eine Eingang. Alles klar. So. Tübi. Der ist da ums Eck, ja. Ich weiß nicht, ob da eine Mauer ist, deswegen werde ich es nicht riskieren. Drehst du jetzt um, oder? Ja. Nee, ist aber klar, dass der umdreht. Ich weiß nicht, ob die Flaschen laut sind, aber wir werden sehen. Nein, alles gut. Solchen Posten eingeteilt, immer. Ernsthaft? Ich bin getroffen. Ich glaube, ich stand 10 Meter neben ihm, hab voll auf seinen Kopf gezielt und hab nicht getroffen. Muss die Regeln einhalten. Jede verdächtige Aktivität überprüft. Ah, das ist verdächtig. Das ist verdächtig. Du hast eine Kugel im Kopf. Die sollte da nicht sein. Alter, wie konnte ich das denn verfehlen? Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich safe. Es wird auch gerade hell. Perfektes Timing. Und da ist das Wasser. Das ist doch Salzwasser. Ich denke nicht, dass es das Wasser ist, was wir suchen. Ich denke, es ist eher das, was unten im Brunnen geschöpft wird. Das ist zu offensichtlich.
Da ist ein Hebel. Erstmal Licht ausmachen und umsehen. Wenn hier noch irgendeine Kackbratze ist, die mich sieht, alles für den Arsch. Aber ich war ziemlich heimlich. Sehr, sehr heimlich, Leute. Wurde nur einmal kurz gesehen, weil Blödheit. Was war jetzt die Musik? Achso, wir klauen das Wasser. Ah! Weißt du, plötzlich von der Schleichpassage auf Action! Tja, das war ein sauberer Einsatz. Du hättest ihre Visagen sehen sollen, als ich den Wagen startete. Da war keiner mehr. Naja, wenigstens haben wir die Sklaven nicht verletzt. Hallo, meine Ghoul-Freunde. Kein Wunder. Also gut. Hä? Ich wach auf mitten in der Schießerei. Bereit! Ausschwärmen! Sam, Anna, nach links! Los auf den Wagen! Sofort! Fest, dorthin! Sie bewegen sich die Straße entlang. Wir müssen sie über die Flanke angreifen, bevor sie ausschwärmen und hier eine Todeszone einrichten. Bewegung! Lade nach! Dein verdammter Sandsturm! Oh Gott, das ist so ein fettes Viech. Und den kann ich schon mal ausschalten. Ich muss sie flankieren. Holy shit. Um den können sich die anderen kümmern. Au. Was machst du für einen Scheiß? Oh. Was, Dämonen jetzt auch noch? Oh Gott. Ach, weißt du was? Ich glaube, das haben wir nicht nötig. Aber das habe ich nötig. Ich brauche alles, was ich kriegen kann. Ja, lauft mal lieber weg. Jetzt hole ich die Sniper raus, Leute. Jetzt hole ich die Sniper raus. Ah! Scheiß Fallout 76. Mann! Ich stehe jedes Mal auf. Okay, zumindest der Sturm ist weg. Lass uns von hier verschwinden, solange es noch geht. Ja, verschwindet lieber. Scheiß auf den Kopf. Ey, scheiß auf Köpfe. Du gehörst zu mir. Du warst nicht der Dicke, ne? Oh, bist du der letzte Überlebende? Ah, das sind mehrere. Ich habe nur 3 Kugeln, Leute. Also, ein Schuss, ein Kopf. War zwar kein Kopf, aber er ist tot. Der ist tot? Feuer einstellen! Sind alle unverletzt? Ja! Sind wir! Sam, sieh nach den Angreifern. Du bleibst hier und passt auf, wer kommt. Ich guck schon. Mach dir da mal keine Sorgen, Chefe. Ich gucke richtig gut. Siehst du das, wie ich gucke? Alles auf die Leichen gucken. Immer auf die Leichen und den Loot.
Oh, wie viel Loot hier ist. Ah, es ist so gut. Wie viel habe ich jetzt? Oh, warte. Okay, der ist nur Dekoration. Einhunderteins von dem. Naja, gut. Ist okay. Können wir zum Putzen gebrauchen. 259 von den Ersatzteilen. Ich glaube, jetzt haben wir alle durchsucht, ne? Den haben wir es gezeigt, was? Ja, haben wir. Die Sache ist nur, ihre Armee macht gerade einen Großangriff. Und das hier war nur ein kleiner Gruß vom Baron. Wie viele sind das denn? 700, glaube ich. Ja, wir hatten hier Glück. Und wir sollten die Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Wenn wir Zweige verbrennen, kommen wir nicht weit. Bestenfalls 5 Kilometer. Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Jelmak, Krist, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser und macht die Tanks der Autos leer. Artyom, Damir, ihr übernehmt den wichtigsten Teil. Den Kesselwagen stehlen. Jawohl. Jawohl. Viel Glück, Leute. Tja, Damir, du bist tot. Idiot, Tokarev. Wir brechen das Lager ab, Leute. Denk dran, deine Ausrüstung zu überprüfen, bevor du aufbrichst. Ja. Vielleicht können wir noch mit ihnen verhandeln. Das habe ich bereits versucht. Keine Chance. Er nimmt Frauen als Bezahlung. Weißt Bescheid, Schatzi, ne? Artyom, wir machen uns bereit zum Aufbruch, aber ich muss ständig an die Sklaven denken, die in dem zerlegten Schiff von den Banditen gefangen gehalten werden. Stell dir nur vor, wenn du ihnen nicht geholfen hättest, wären sie dort immer noch ohne Hoffnung eingesperrt. Danke dafür, dass du bist. Ich bin diesen Sand so leid. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Ja, ich denke. Keine unnötigen Risiken ein. Ich brauche einen Ehemann, keinen toten Helden. Ich denke, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sie wollte mich gerade ermahnen, die Sklaven zu befreien. Da hat sie gemerkt, ach, das hat er ja schon. So, ich soll mich vorbereiten, ne? Wo ist denn das hübsche Lager, was ihr hier eingerichtet habt? Auf der anderen Seite, ne? Stepan, wir brechen das Lager ab. Jawohl. Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug Wüste, leuchtende Zukunft, fährt gleich ab. Wir brechen bald auf. Bringt alles mit, was wir in der Maschine verbrennen können. Tokarev, gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Ich bin dann im Führerstand. Jawohl. Onkel Artyom! Ja? Ich habe so viel Wasser getrunken. Arschloch. Jetzt schwappt es in meinem Bauch rum. Arschloch. Trink auch was. Opa Jelmak hat gesagt, du kannst jetzt trinken, so viel du willst. Ja, bis wir nichts mehr haben. Tee kriegen wir auch. Säuft hier uns das ganze Wasser weg. Pass im Einsatz auf dich auf. Wir beten auch für dich. Ach, komm schon, wir reden hier von Artyom. Der Mann ist aus Stahl. Hört man doch, wenn er geht. Aber trotzdem, Mann, halt da draußen besser die Augen offen. Die Kavallerie wird natürlich rechtzeitig da sein, aber geh keine unnötigen Risiken ein. Wo kann ich hier bauen? Mehr will ich hier nicht. Quatsch mich nicht voll. So, was haben wir denn so schönes Neues? Für meine Lieblingswaffe haben wir auch was Neues. Ein größeres Magazin. Da verlieren wir noch mehr Stabilität. Ich denke, so oft wie ich nachlade, wird eigentlich dieses Magazin komplett ausreichen. Aber bleiben wir bei der Stabilität. Und wir haben die Bulldog.
Stabilität ist schon nicht wirklich sehr hoch gerade, ne? Das liegt höchstwahrscheinlich daran. Dann bleiben wir bei dem laufen, da haben wir noch ein bisschen Stabilität übrig. Und natürlich ein Zielvisier, ne? Infrarot brauchen wir nicht, roter Laser. Ja. Was für Munition verwendet er überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Machen wir es erstmal sauber. Zack, zack, zack. So, dann haben wir hier automatisches Druckluftsystem. Automatisch, Automatiksystem pumpt permanent Luft ins System, wenn der Druck zu gering ist. Die Handpumpe kann trotzdem noch benutzt werden. Auf jeden Fall. Schnelllademagazin. Vernehmen wir noch mehr. Wir bleiben mal bei Stabilität. Ich glaube, wenn wir snipern, brauchen wir Stabilität, ne? Ich mag den grünen Laser, muss ich sagen. Okay. So, dann gehen wir kurz raus und gucken uns unsere neue Waffe an, die wir jetzt geholt haben. Mhm. Okay. Nice. Gefällt mir. WTF? Macht hier erstmal Holz kaputt. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann begeben wir uns. Wo ist mein Auto? Ach, da. Ist bei mir. Nach rechts, da hinten hin. Und dann schauen wir uns da ein bisschen um. Ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.